Ein Deutschland, das stark ist und gerecht, schafft Leistungsgerechtigkeit. Ich will ein Land, in dem jeder, der hart und ehrlich arbeitet, von seinen Händen Lohn auch menschenwürdig leben kann. Ich will ein Land, in dem Arbeit nicht nur eine Ware ist und der Lohn nicht nur ein Preis oder eine Zahl auf dem Kontoauszug, sondern auch Ausdruck von Wert und vor allem Wertschätzung. Deswegen möchte ich als Bundeskanzler umgehend einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn einführen. Das ist sozial gerecht und ökonomisch vernünftig. Denn ein Mindestlohn stärkt die Kaufkraft und spart jedes Jahr viele Milliarden, mit denen Sie, die Steuerzahler, heute Niedriglöhne aufstocken müssen. Ich will ein Land, in dem ein simpler Grundsatz gilt: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Für Männer und für Frauen, für Stammbelegschaften und Leiharbeiter. Das werde ich als Bundeskanzler gesetzlich klarstellen. Ich will ein Land, in dem Pflegerinnen, Lehrer, Unternehmerinnen, Gärtner, Künstlerinnen, Verwaltungsangestellte, Facharbeiter und Geschäftsführerinnen das gemeinsame Gefühl haben, etwas zum Wohlstand der Gesellschaft beizutragen. Sie sollen spüren, dass sie ihre Arbeitswelt mitgestalten können. Ich will ein Land, in dem Arbeit Respekt erfährt, und zwar in allen Lebensbereichen. In dem bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist, in dem Bürgerinnen und Bürger abgesichert sind im Alter, in dem Zugang zu guter Gesundheitsversorgung ein Bürgerrecht ist und keine Statusfrage. So entsteht eine Gesellschaft, in der die Leistung jedes Einzelnen ein wertvoller Mosaikstein fürs große Ganze ist. In der Zeit der großen Raumfahrtrevolution besuchte Präsident Kennedy damals die NASA. Als die Wissenschaftler ihn durch die Labore führten, sah er einen einzelnen Mann, der den Boden fegte, ging auf ihn zu und fragte: Und, was ist Ihr Job? Der Mann antwortete: Mr. President, ich helfe mit, Menschen auf den Mond zu bringen. Dieser Geist, dieser Glaube, dass jeder seinen Mosaikstein für ein großes Ganzes beiträgt, diesen Grundsatz meinen wir, wenn wir sagen, dass wir entscheidet. Diesen Geist braucht ein Land, das stark ist und gerecht. Dieses Land möchte ich mit Ihnen gemeinsam schaffen.